Da bist du ja, Ezio. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo, du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah. Diese letzten beiden Kodexseiten. Ich studierte immer die Kopien. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher bemerkte. Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Der Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet. Nur der Prophet kann sie öffnen. 2 Edensplitter. Was sagst du da? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann kein. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung, versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr Mächtiges ist. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen sie vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Wartet. Und wenn sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Erscheint der Prophet. Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mocenico. Der an den Medici, meinem Vater, meinen Brüdern. Alles Teil des Plans. Um die Gruft zu finden. Der Spanier. Rodrigo Borgia. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Viel Glück, mein Freund. So, herzlich willkommen bei Assassin's Creed 2. Ich wollte diese Sequenz nicht unterbrechen mit meinem Gerede, weil ihr das sicher interessant fandet und ich auch. Ich finde, Emil, da steckt viel Arbeit in sowas. Oder findet ihr nicht? Ich meine, jetzt kommen sie mit Edensplitter Propheten. Das macht doch die Sache gleich viel interessanter. Was wird als nächstes kommen? Wer ist der Prophet? Stellt sich die Frage. Wer ist er? Was sollte das alles? Und anscheinend sollen wir jetzt das Boot entern. Hops. Und hops. Gut, wir kommen hoch. Dachte schon, es klappt. Nee. Ja, guck mich nicht so an. Bla bla. Wuff. Edensplitter. Hat es was mit den Garten Eden zu tun? Nö. Hat es oder hat es nicht? Garten Eden. Garten Eden hat ja was auch mit Religion zu tun, also. Und ich bräuchte jetzt mal ein Navi. Kennt ihr eins? Ich bräuchte meins. Wie kommt man jetzt da rein? Ach, da hinten. Ich danke euch. Danke für diese Tipps. Es hat mir sehr geholfen. Und ja. Und wir fliegen. Oh, schade. Und wir fliegen. Oh, schade. Ich kann das immer gut abschätzen, ne?
Eigentlich, man kann runterfahren, wie man will. Es macht ihm nichts eigentlich. Oder? Stört sie jetzt so? Nee? Gut. Ist auch besser für dich. Jo. Hätte das Dach nicht auch gereicht? Müssen wir extra nach oben? Das ist er. Anscheinend. Der Splitter. Mario? Was macht er da? Bringen Sie es hin? Was hat Onkel Mario da zu suchen? Denkt er, das ist eine Goldmünze? Denkt er, das ist ein Pilz? Oder arbeitet er für sie? Bewacht sie und passt auf, dass wir sie nicht verfolgen. Also, dass ich ihn nicht verfolge. Komisch, komisch. Und jetzt sollen wir den Kurier verfolgen. Wir sind der schwarze Tod. Die Pest ist nicht der schwarze Tod, wir sind der schwarze Tod. Schwarze Tod ist out. Wir brauchen ihn schon. Wir sind viel cooler. Wir haben... Oh, scheiße. Ich sollte weniger reden, sondern mehr aufpassen. Oh, was? Hä? What the f... Ja, los, hopp. Boah. Alter, war da knapp. Das war ein bisschen zu knapp. Boah. Ja, könntest du... Die kommen immer auf mich zu. Die kommen immer, wenn ich hier lang gelaufen. Und halt mich so auf. Ups. Ein wenig knapp. Ein wenig zu knapp. Ja. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin ein Geist. Sein Stahl, ja. Bitte lesen die Beschreibung, um zu sehen. Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? Wenn er mir immer in die Quere kommt, hoffentlich merkt er sich das jetzt. Die sind aber auch nervig, besonders diese Paketträger hier. Kistenträger. Wisst ihr, wie nervig die sind? Die kommen immer dann an, wenn man sie nicht braucht. Da, schon wieder. Bestimmten Normen unterliegen muss. Eine die Gilde kann euch die entsprechenden Listen vorlegen. Jeder hat sich an diese neue Regelung. Wenn er stehen bleibt, dann dauert es nicht lange, bis er sich umdreht. Zeit. Naju, fass ihn. Ganz einfach. Problem gelöst. Da muss ich ein bisschen Geld opfern, leider. Doofe Kiste, kannst du nicht woanders stehen? Da war so ein Botsch. Ne, doch nicht. Das waren diese Diebe. Oh. Doch nicht. Oh, hey. Geh weg. Geh weg. Geh. Geh. Geh weg. Geh weg. Brava. Brava Sklave. Wie weit müssen wir noch gehen? Wie weit? Ist es denn gleich im Lecker? Ja, das ist unser Dieb, oder? Ja. Oh, Bella
Der so ein bisschen. Nee, eigentlich. Der hat gut gesungen, finde ich. Jetzt geht er da rum. Jetzt kommen da schon wieder Kistenträger. Na, wo sind wir? Sind wir noch weit weg? Jetzt muss man ihn lassen. Der versteht was von... Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Drei Stück. Auf einmal. Das ist doch schon Absicht. Wie soll man das ohne Probleme überstehen? Ist doch schon nicht mehr normal. Wow. Sieht eher riskant aus. Oh. Oha. Wo hat er das Teil versteckt? Seid nicht schüchtern, tretet näher. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Auch noch auf Zeit. Ich kenne ihn. Ich bin mir sicher, er ist mir... Laju! Hut! Er ist mir bewusst, aber woher steckt er? Scheiß Geld. Ich glaube, ich hätte ihn nur einmal ermorden müssen. Und dann hätte ich es geschafft. Verdammt. Scheiß. Oh, gut. Wir haben die Klinge schon mal aus... Und anscheinend klappt es jetzt nicht mehr so gut. Ich habe damit schon irgendwie gerechnet. Ja. Boom, Baby. Boom. Geschafft. Ich glaube, anders geht's nicht. Und das schafft man nicht gar nicht. Mache ich jetzt weiter oder mache ich erstmal Kiste aufsammeln? Ich glaube, das mache ich erstmal noch zu Ende und dann. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Ja, und jetzt... Oder kommen schon die ersten Kistenträger? Salute! Den anderen weichen sie hier vor mir aus, aber mir nicht, komischerweise. Ich bin auch von wichtiger... Wichtigkeit? Kann man das in einen Satz verwenden? Kann man, ne? Ja. Es kommen schon wieder die nächsten. Schön. Soll die Formation halten? Ist das die Formation oder ist das die Formation? Einfach gehen. Einfach gehen. Genau, folgt mir.
Ihr alle folgt mir jetzt. Ich bin der Anführer. Ihr folgt mir jetzt. Wusste ich gar nicht, dass ich auch nach vorne laufen kann. Also, wir müssen noch auf den warten. Ja, schön, ne? Gut, dann geh du zuerst. Wer ist dieser Kapuzen-Heini da? Ist es der? Ist es Voldemort? Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Es gab Komplikationen. Aber wir haben das Artefakt beschafft. Ezio, es ist lange her. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Ist ihm nicht aufgefallen, dass er Apfel gesagt hat? Ich hätte mich gefragt, das alles für einen Apfel? Spinnst du? Es ist ein Apfel. Aber nein, wir töten Leute für einen Apfel. Oder ist es der Apfel? Edensplitter, Garten Eden. Der Apfel, der berüchtigte Apfel. Von der Schlange. Ist es der Apfel, den man essen kann? Mit dem ganzen Wissen? Alter. Das ist ein sehr mächtiger Apfel, muss ich schon sagen. Den ganzen Wissen da drin. Wow. Wäre nützlich für die Schule. Steht ja. Bräuchte man nicht lernen. Kämpfen sollte noch üben. Na los. Na endlich. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Anscheinend hat er damit gerechnet. Boah, ich hasse diese Stabträger. Die haben mich immer erwischt. Die haben mich immer diesen Move da fertig gemacht. So ein Move. Und immer bei mir. Boah, das war so fies. Hörst du wohl auf, hier abzublocken? Dir bringt das auch doch eh nichts. Ich mache euch beide allein fertig. Ich habe ganze Armeen fertig gemacht. Und an dir soll es nicht scheitern. Na los, greif an. Gut, dann halt nicht. Dann greife ich dich an. Oh, man ging das schnell. Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen.
Holy fuck, was ist denn nur los? Jetzt ist das meine Partygruppe? Macht ihn fertig, Ezio! Wir sind hinter euch! Und wer ist hin? Obwohl, darf ich mich bitte verstecken? Ich will mich auch hinter jemand verstecken. So, für den Kampf nehmen wir uns ein kleines Messerchen. Oha. Die müssen sich alle kennen. Hörst du wohl auf hier, du Stabhochspringer? Nee, nicht wirklich. Dadurch leidet meine Maus ein wenig. Werdet an meiner Hand sterben, wie euer Vater. Dieser Krieg dauert schon viel länger, als wir beides uns vorstellen können. Könntest du jetzt mal endlich den, den Löffel abgeben? Nicht wirklich, hab mich nicht verbessert. Wir sollten das häufiger tun. Du bist tot. Das ist für meinen Vater. Feige Sau. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kam. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchen. Großer. Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassin. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Volpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Lashea Vakun Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenke. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenke. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Nichts ist Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ja. Einen Todessprung ausführen. Gut, dann werden wir jetzt mal auch sterben, wie die anderen auch. Und so das Spiel zu Ende bringen. Wir haben den Apfel gefunden. Wir haben alles erledigt. Den Borgia in die Flucht geschlagen. Der kommt nie wieder. Und ja, hoffe, euch hat das Spiel sehr großen Spaß gemacht. Also dann, ab in den Tod. Und es ist vorbei. Endgültig. Hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bei meinem nächsten Projekt.
Nee, Spaß. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Nee. Entschuldigung. Hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und ja, hoffe, ich treffe euch wieder. Bis dann.